Korean Fried Chicken. Eines meiner absoluten Lieblingsspeisen. Ihr müsst nicht mehr nach Korea fliegen, um hautnah mitzuerleben, wie Korean Fried Chicken in Korea schmeckt. Das kribbelt auf der Zunge. Denn das könnt ihr mittlerweile auch in Deutschland. Deswegen genießt die Folge und abonniert den Kanal für weitere dieser schönen Folgen. Danke. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Düsseldorf. Das Wetter? Weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall hier. Ich nehme euch den ersten Tag mit. Wir sind gefühlt vor ein paar Stunden angekommen. Es ist ein Gast aus Wien auch nach Düsseldorf gekommen. Deswegen bin ich auch mal hier, um uns die Stadt anzuschauen. Um uns vielleicht irgendwann mal mit den richtigen Videos eine Rolex kaufen zu können. Oder hier überhaupt shoppen zu gehen. Warum sind Düsseldorfer so reich eigentlich? Wir legen los und gehen heute wahrscheinlich das beste Korean Chicken in ganz Düsseldorf essen. God damn. Mit dabei. Wie geht's uns? Uns geht's super. Super, super. Was geht, was geht? Erstes Mal Düsseldorf? Ja. Hast du schon Farid Bang gesehen? Nein, leider. Wir fahren auf jeden Fall los. Kann mal einer erklären, wo wir jetzt genau hingehen? Wir fahren jetzt nach... Das ist der beste Korean Chicken in Düsseldorf. Ist es nur ein Hype-Laden oder ist es wirklich krass? Das ist super krass. Okay. Bevor okay. der Hype schon da war, war der schon krass. Okay. Und jetzt durch TikTok und so sind viele Leute also aufmerksam geworden. Also Qualität war und Hype ist danach gekommen. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Düsseldorf, los geht's. In welcher Ecke sind wir hier? Wie heißt die Ecke hier, weißt du das, Abi? Oststraße. Oststraße, danke. Und hier gibt's auch wieder Spätis. Das gibt's mittlerweile in München auch, nur Wien hat's noch nicht. Verehrte Damen und Herren, ich weiß nicht mal, wie ich euch das erklären kann. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Eigentlich wollten die mich gar nicht filmen lassen. Jetzt haben sie aber gesagt, Randy, du kannst filmen, du wirst aber nicht unseren Namen sagen. Geh da rein, film dich am Tisch, probier das Chicken, sag gerne deine Meinung. Weil die haben wirklich keine Lust, dass dieser Laden überrannt wird. Das heißt, Leute, werdet bitte mir einen Gefallen tun. Sagt nicht, dass ihr von mir kommt, falls ihr rausfindet, wie der Laden heißt. Schreibt es nicht in die Kommentare. Macht keine TikToks daraus und fragt, wie dieser Laden heißt, sondern jeder, der es weiß, geht dahin, sucht und behaltet es für euch. Das ist einfach top secret unter uns. Danke. Also, du sagst, bestes Chicken in Deutschland? Ganz Deutschland, safe. Also Leute, es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Auswahl. Ich kann euch die Karte auch nicht zeigen, aber es gibt so, das ist auf jeden Fall Korean Fried Chicken. Ich bin selber überfordert mit der Situation, um euch ehrlich zu sein. Also magst du mehr so Tender, so ohne Knochen? Ja, genau. Okay, das ist legitim, das fühle ich. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so Knochen aussaugt und Flöte daraus baut oder so eine Waffe, weißt du, ich meine, und dann im Dschungel jagen geht. Es gibt auf jeden Fall Wings, ganz clean. Es gibt Ganjang Chicken, Yangpa Chicken, Pangfung Chicken, Pa Chicken, Tangsu Chicken. Yang Yeom Chicken, also wirklich Namen, sag ich ehrlich, die ich auch noch nicht gehört habe, so. Aber ich weiß, das wird banger. Alleine wenn die sagen, dass die keine Werbung wollen, weil der Laden sonst überrannt wird, das ist schon ein gutes Zeichen. Wir wissen schon, ja. Acai Bier habt ihr nicht, gell? Wir sind kein japanisches Restaurant. Okay, es hätte sein können. Soju nehmen, ja? Soju mit Bier aber, oder? Ja, mit Bier. Du sagst einmal Classic auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn da zu viel Soße ist, dann ist es so... Dann ist irgendwann zu intensiv. Ja, oder? Schau, wir bestellen einmal Classic, einmal Ganjang und einmal Hangpung Chicken. Was habt ihr noch für Soßen? So einzelne Soßen? Habt ihr noch welche? Dann noch so eine extra. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir essen müssten? Also eigentlich finde ich Chicken, die zwei sind am beliebtesten. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeins austauschen Das haben wir, das also haben wir genommen und ich will halt sehr scharf. Achso. Die habe ich eh auch in Seoul gegessen. Das ist schon geil einfach. Ja, nicht so. Ich bin Chicken. Lass erstmal Chicken so, das reicht dafür. Noch vielleicht zwei Flaschen Wasser mit Sprudel. Wenn jemand noch was anderes will, bestellt. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal bestellt. Das war richtige Action, diese Stellung gerade. Ich bin so hyped, Bro. Ich freue mich gerade so auf krass Chicken. Wird dir gefallen. Ich war halt in Japan und ich war in Korea und die japanischen Namen kann ich mir leichter merken. Wir drei werden auf jeden Fall Chicken essen. Der Mann und meine Wenigkeit. Was esst ihr aber? Gar nichts. Doch, Ribeye Stücke mit Gemüse gebraten. Ich glaube, wir werden sehr gut versorgt sein. Hey Leute, wenn ich das hier sehe, ihr wisst nicht. Wie machst du die Mische? 50-50? Ja, 50-50. 50-50, bist du sicher, Bruder? Nein, nein, nein. Nein, nein, ein bisschen Bier, oder? Wenn die erste Bier in die Decke, Bruder. Cheers, cheers. Auf Düsseldorf. Schmeckt. Ja, auf jeden Fall. Top. Also ganz kurz, ich habe eine Frage. Wie ist die richtige Mischung mit Soju und Bier? Das würde mich interessieren. Ich hatte irgendwie gedacht, 50-50 war in meinem Kopf, aber das ist absolut falsch. Geht Bier, Bier. Schmeckt Bier am besten? Ah, genau, so an die Stelle. Real Talk, ganz kurz für euch. Ich habe mich
in Deutschland noch nie auf ein Chicken so sehr gefreut, bis auf bei Goldies wie auf das hier, aber das gibt mir noch ein bisschen mehr excited, weil es einfach Korean Fried Chicken ist. Was sagst du, muss man zuerst probieren? Classic oder? Classic auf jeden Fall. Classic. Wir haben 3 Kilo Chicken Wings gerade. Ja, und wir sind 3 Leute, jeder muss 1 Kilo Chicken, also mit Knochengewicht, aber Knochen liegt nicht so viel. Handschuhe? Ja. Ich esse sogar jetzt mit einer Hand. Ich weiß nicht, wo Daumen ist. Danach hast du so schwitzige Hände, ja, Digga. Aber egal. Man spart sich den Weg auf die Toilette. Okay. Was sagst du schöner, diese oder? Diese auf jeden Fall. Ja? Fleisch, ja. Oder ich bin Team diese. Schaut euch das hier an. Ich muss ehrlich sagen, die sind perfectly fried, Bro. Guten Appetit. Hey. Ist geisteskrank heiß, aber geisteskrank lecker. Und Fleisch fällt runter von alleine. Fleisch fällt. Ich zeige euch jetzt eine Technik. Passt auf. Wenn es schon geht, pass auf. Ihr haltet Wing. So, okay. War kurz heiß. Ihr baut so eine Palme. Ich zeige euch vielleicht keine Technik. God damn, Bro, ist das heiß. Aber eigentlich schau. Einfach normal essen. So geht's. Nein, Bruder. Du baust diese Palme. Aha. Auf ganze Wing ab, aber bildheim. Unfassbar, unfassbar. Ey, die schmecken schon wirklich, also wirklich besser als alle Chicken Wings, die ich je in Europa gegessen habe, zu 100%. Was sind das hier nochmal? Soja, Soja, gell? Soja, das sind die Gangjang oder so. Die wird mich verfluchen, wenn die mich hört, dass ich die ganze Zeit japanische Namen sage, oder? Okay, Alan, ich werde jetzt für dich testen, ob die wirklich zu scharf sind oder die sind auch viel zu heiß. Probier die normalen, oder? Oh, man. Oh, die sind ja wirklich warm. Die Panade ist geisteskrank. Das fühlt sich fast an, als hätten die so Panko-Flakes da dran oder so. Das ist wirklich nicht normal. Das ist Top 3 Chicken Wings, die ich je in meinem Leben gegessen habe. 100%. Top 3 Chicken Wings in meinem ganzen Leben. Und ja, ich bin schwarz. Ich habe Ahnung von Chicken Wings. Was habt ihr da alles bestellt? Was ist das? Rindfleisch, Gericht, Gemüse? Ja. Teriyaki? Ist okay, sagst du? Ist böse heiß, ja, gell? Heiß, aber ist okay. Okay. Ich sag dir ehrlich, es ist sogar schon auch sehr gut, weil Teriyaki-Soße oft sehr süß ist und die hat schon auch noch gute Würze, meiner Meinung nach. Aber ich bin kein Teriyaki-Fan. Danke, du. Ich bin krank, oder? Was sagst du? Bro, Nando's kann nicht mithalten. Ja, Bruder, und Nando's ist bei mir sehr, sehr weit oben. Oh mein Gott, ist das gut. Sojasauce, was ist da noch drauf? Kokosnuss. Sind auf um Weiten besser als sie, aber ist klar, die sind in so. Die werden gefrittiert und dann in der Soße, nochmal angekocht und geschwenkt. Und wie machen die das, dass die Panade trotzdem knusprig bleibt? Panade ist trotzdem knusprig, obwohl die in dieser Soße geschmeckt. Die sind nicht so, weißt du, wie so Mushrooms. Die sind geil einfach. Immer noch crunchy so. Aber blöd heiß. Wir sind genau das Gegenteil, wie ihr euren Cappuccino wollt. Weil Cappuccino soll so handwarm kommen, Bruder. Das Ding kommt, Bro, Lava. Also, ich weiß nicht, ob man mein Excitement gerade merkt, aber das ist der erste Tag in Dusseldorf und ich bin der glücklichste Mensch der Welt gerade. Ende Gelände, gell? Ende Gelände. Aus dem Aus. Jetzt wirklich, Bro, jedes Steak kann nach Hause gehen für mich. Ich muss sogar sagen, bei diesen Wings gefallen mir die auch besser. Weil die sind so klein und. Obwohl, der ist schon groß eigentlich, oder? Ja, der ist schon riesig. Jetzt, das hier sind auf jeden Fall die schärfsten. Die kannst sogar du essen, Bruder. Die sind gar nicht scharf. Weißt du, was da ist? Sichuan Chili, weil es kribbelt auf der Zunge. Gell, ist es das? Ja, safe. Das kribbelt auf der Zunge. Bro, ihr hört auf zu lachen, nur weil ihr euer Teriyaki da ist, weil ihr keine Chicken Wings bestellt. Hey, aber esst auch Chicken. Nee, ja, Bruder, du bist ein Mann. Sauna hier, Bruder, Sauna. Ja. Heute komme ich mit 20 Kilo weniger nach Hause. Bist du machst gleichzeitig Diät, während du isst. Genau, perfekt. Das kribbelt auf der Zunge. Aber lecker, scharf. Und auch süß. Also unglaublich warm hier. Fest. Aber du hast recht, ist nicht so scharf. Ich muss aber sagen, dass mir die sogar besser schmecken. Ja. Sojasauce ist number one. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich schwitze am ganzen Körper. Ich war gerade duschen. Du bist nicht der Einzige, der schwitzt, Bruder. Ich bin gerade sehr stolz auf den Bruder. Der hat einfach Sichuan-Chili gegessen. Das ist schon was Scharfes eigentlich, ehrlich. Hä? Das ist was sehr Scharfes. Das Sichuan-Chili darf man nicht unterschätzen. Emil hat sich bei mir über die Nacht irgendwas geändert, oder? Du kannst schärfer essen jetzt. Im Flugzeug. Du kannst nur in Wien nicht scharf essen.
Wir haben hier 3 Kilo Chicken Wings bestellt. Ich habe locker jetzt so 3 Minuten habe ich nichts gesagt und die Kamera kurz hingelegt, aber in der Zeit 8 Chicken Wings gegessen. Ohne reden. Ohne reden. Das hier ist ein different vibe. Die Musik schön leise. Man hat so das Gefühl, man sitzt in so einer alten Bar oder sowas. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Der Vibe ist different. Wirklich different. Und was sagst du zum Chicken? Wir hatten das schon lange nicht mehr, dass wir nichts geredet haben miteinander. Sonst quatschen wir die ganze Zeit. Hey, so. Aber das ist so gut. Und Gio hatte recht. Das bist du? Magie hatte recht. Er meint dich? Einmal Classic, einmal mit Soße. Guter Call, stimmt. Weil die Soßen werden irgendwann intensiv. So, du musst dann immer mal wieder ein. Das ist wie wenn ihr ein Sandwich isst und zwischendurch ein Schluck Wasser. So ist dieses Classic Chicken dann. Der Schluck Wasser. Snickers und dann eiskalte Cola Zero kurz im Mund wieder clean zu machen. Kranker Call, vertraut. Schau mal, wie ich schwitze. Und es ist nicht scharf. Es ist nur verdammt warm hier drin und das Chicken ist immer noch heiß. Das ist auch, ich glaube, das Chicken kannst du 3 Tage in den Kühlschrank legen. Du holst raus, verbrennt sich immer noch. Chicken, Soju und Bier. Cheers, Bruder. Auf Düsseldorf. Und auf Farid Bang. Ich habe auch gerade noch eine Zuschauerin getroffen, die hat auch gesagt, sie ist vorgestern aus Korea erst gekommen. Sie hat so ein Auslandssemester gemacht. Der Laden ist, ich will gar nicht sagen so, aber das ist Endlevel, Endstufe. Das ist, die Hälfte ist gerade mal weg. Wer das nicht probiert hat, tut mir auch voll leid, aber ich check, warum die nicht wollen, dass ich sage, wo wir hier sind. Die haben genug Kunden, die sind jeden Tag ausgebucht. Ruft an, macht eine Tischreservierung, drängelt euch hier nicht an, falls ihr rausfindet, welcher Laden es ist. Und sagt bitte nicht, dass ihr von mir kommt. Die sind so sauer auf mich und ich will hier die nächsten Jahre noch essen kommen. Jedes Mal Düsseldorf wird hier starten. So wie ich Goldies starte in Berlin, starte ich in Düsseldorf. Garenio! Dr. Remy Gamble ist gerade Koch. Ich darf nicht sagen, wo wir sind, das ist der Deal. Aber, Bro. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist für mich, ich hasse es eigentlich, Noten zu geben, eine glatte 9 von 10. Bruder, kann ich fast hinlegen, mit einem Biss sauber gemacht. Clean. Damit wir denen jetzt gar nicht hier mehr auf die Nerven gehen, ich glaube, ich beende das erste Video aus Düsseldorf hier. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und der Spot heißt, ich verrate es einfach. Zu late. Ist aber mit der Zeit nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wendy for the President. Cheers, Mudi. Cheers. Wie heißt du? Kato. Kenzo? Kato. Kato. Ja. Ich bin Randy. Freut mich. Das erste Mal hier? Ja, und sehr krass. Sehr krass. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen Trinkgeld dagelassen, einfach weil ich filmen durfte. Ein dicker Kuss geht raus, genau an dich. Du weißt genau, du wirst das Video sehen, ich weiß es. Dankeschön, dass wir filmen durften. Tut mir gefallen, schreibt es nicht in die Kommentare, das wäre sehr geil. Jeder, der den Laden probiert hat, schreibt mir einfach eine 1 bis 10 Bewertung rein. Und was mir auch wichtig wäre, ist, wenn ihr hier vorbeischauen wollt und es in den Kommentaren oder irgendwo gelesen habt, macht eine Reservierung, damit die keinen Stress haben, weil die liefern Qualität. Am Ende des Tages, ja, es sind frittierte Wings, ist kein gesundes Essen und so, aber es war sehr, sehr lecker.